ZDF heute live. Ganz herzlich willkommen an diesem Abend. Es knallt in der Politik. Testchaos, Impfpannen, Impfprobleme und jetzt hat die Union auch noch ein Maskengate an der Backe. Ganz kurz vor zwei wichtigen Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Landtagswahl, werden jetzt vielleicht einige denken, langweilig, interessiert mich nicht. Wiederum andere sagen, doch, genau das ist in diesen Zeiten besonders spannend und darum beschäftigen wir uns heute damit und sind sehr froh, dass eine dabei ist, die diese Landtagswahl auch sehr spannend findet, nämlich sie, die Rheinland-Pfälzerin Juliana Townsend. Ehemals Zweite bei Germany's Next Topmodel, heute Model, Influencerin und Sängerin. And oh, nobody got a hope. Sie liebt die große Bühne und das kleine und dann doch nicht ganz so kleine Bundesland, in dem sie lebt, Rheinland-Pfalz. Schönen guten Abend und schön, dass Sie dabei sind, Juliana Townsend. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Frau Townsend, das ist nicht nur die erste Wahl, die in der Pandemie stattfindet und abgehalten werden muss. Deshalb gucken nämlich auch tatsächlich viele nach Rheinland-Pfalz und gucken, wie lief der Wahlkampf, wie läuft die Wahl. Warum ist denn diese Wahl für Sie persönlich auch besonders wichtig? Warum finden Sie das spannend? Ja, ich finde es generell sehr spannend, weil sich natürlich durch die Pandemie ganz, ganz viele neue Fragen und Fragen irgendwie auftun, was kann man machen, was ist vielleicht wichtig in der Zeit. Und deswegen interessiert mich dahingehend natürlich auch die Wahl. Dann sind wir gespannt, was auch die politischen Themen sind, die Sie beschäftigen. Darauf schauen wir gleich und wollen aber von euch und Ihnen zu Hause auch wissen, was findet ihr an dieser Wahl interessant? Welche Fragen und Kommentare habt ihr? Wie immer bitte in die Kommentare oder per E-Mail an diese E-Mail-Adresse, wenn ihr die ZDF heute App nutzt. Es ist nicht nur die erste Wahl unter Pandemiebedingungen, sondern es ist auch der Auftakt für ein Superwahljahr. Und was das bedeutet, zeigt uns Jan-Frederik Fischer. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg geht es am Sonntag los. Das mit Spannung erwartete Superwahljahr 2021. In Mainz liegt die SPD mit Ministerpräsidentin Dreyer laut jüngstem Politbarometer vor der CDU, die mit dem eher unbekannten Spitzenkandidaten Baldauf antritt. Doch wer gewinnt, wer verliert? Corona macht die Wahlen so spannend wie nie. Wähler müssen mit Abstand überzeugt werden, Wahlveranstaltungen wandern ins Netz. Und das Virus selbst wird zum Thema Nummer 1. Nächste Station, Sachsen-Anhalt. Hier gibt's im Juni einen weiteren Fingerzeig für das große Finale. Das findet am 26. September statt, wenn die Bürger nicht nur in drei weiteren Bundesländern ihre Kreuze machen sollen, sondern in ganz Deutschland. Ausgang offen und Überraschungen nicht ausgeschlossen. Nur eins ist klar, Angela Merkel will nach 16 Jahren als Kanzlerin Schluss machen. Tja, und interessanterweise ist das wirklich das Einzige, wovon wir jetzt sagen können, also ich meine, wir wissen natürlich nicht, was das Jahr bringt, aber das Einzige, was man Stand jetzt sagen kann, ist, dass Angela Merkel im Herbst nicht mehr Bundeskanzlerin sein wird. Alles andere ist tatsächlich noch offen und offen ist auch, welche Themen die Parteien in diesem Jahr beschäftigen werden. Frau Townsend, welche Themen interessieren Sie denn ganz besonders? Was brennt Ihnen so auf den Nägeln? Also für mich ist besonders die Digitalisierung sehr, sehr wichtig und auch, dass wir neu denken, dass wir einfach auch an Klima denken und solche Geschichten sind für mich super wichtig. Wir leben im Jahr 2021. Ich glaube, dass man da noch ganz, ganz viel machen kann. Ja, und das sagen auch viele Parteien, die die Landesregierung hier in Rheinland-Pfalz kritisieren. Welche Kritik es da gibt, das werden wir auch gleich besprechen. Und vor allem haben wir mit Ihnen zusammen jetzt die Möglichkeit, in diese Themen mal reinzugucken. Denn auch wenn es in diesem Jahr kaum Möglichkeiten gab, für die Parteien richtige Wahlkampfauftritte zu machen, gibt es die Möglichkeit, sich im Netz zu informieren. Und das machen Sie für uns heute Abend auch. Es gibt nämlich den Wahlomat. Mit dem kann man sich durch die Positionen der Parteien durchklicken und die eigenen Positionen
Personen abfragen. Und genau das machen wir heute Abend hier zusammen. Der Wahl-O-Mat ist natürlich keine Erfindung des Jahres 2021, den gibt es schon lange. Aber wenn alles digital ist, ist er natürlich gerade in diesem Jahr ein wichtiges Tool, um sich eine politische Meinung zu bilden. Wie das funktioniert, zeigen Nina Niebergall und Anselm Stern. Den Wahl-O-Mat gibt es schon seit 2002, bereitgestellt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Auch jetzt wieder für die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Insgesamt 38 Thesen kann man hier etwa zustimmen oder ablehnen und so herausfinden, mit welcher Partei die eigene Meinung am ehesten übereinstimmt. Ausgewählt hat die Thesen ein Team aus 20 bis 25 jungen WählerInnen, PolitikwissenschaftlerInnen und anderen ExpertInnen. Es geht um Themen wie Arbeit, Familie, Bildung oder Umwelt. Den Parteien wurden die Thesen zugeschickt, sie haben ihre jeweilige Zustimmung oder Ablehnung begründet und so können am Ende die Positionen der Parteien miteinander verglichen werden. Etwa 3 Wochen vor einer Wahl wird der jeweilige Wahl-O-Mat online gestellt. Tja, und dann fangen wir direkt an. Juliana Townsend klickt sich zu Hause schon mal durch und wir besprechen gleich, an welchen Fragen Sie besonders lange nachgedacht haben oder was Sie besonders elektrisiert hat. Wir sehen, da hinten geht schon los. Genau, das Land soll vorrangig ökologischen Weinbau fördern, Frau Townsend überlegt. Und wir nutzen die Zeit hier im Studio mit Bobby Cherian zu sprechen, unserem ZDF-Reporter aus dem Studio hier in Mainz. Bobby, das ist nicht nur für die Parteien die erste Wahl unter Pandemiebedingungen, sondern für alle, auch für euch als Reporter, für uns als Journalisten. Wie läuft denn aus deiner Sicht der Wahlkampf unter Pandemiebedingungen in Rheinland-Pfalz? Ja, also ich glaube, er läuft in erster Linie ein Stück weit unter dem Radar, kann man so sagen. Man kriegt ja nicht sehr viel davon mit. Also man kann schon konstatieren, dass der Wahlkampf jetzt unter Pandemiebedingungen eine absolute Ausnahmesituation ist für die Parteien. Wahlkampf, das ist ja normalerweise, das sind volle Hallen, das ist Straßenwahlkampfstände in den Innenstädten. Das ist auch mal die ein oder andere, das ist der eine oder andere Haustürtermin. Da klingelt man und reicht dann irgendwelches Wahlmaterial hinüber. Das fällt alles weg. Was haben die Parteien also gemacht? Im Großteil haben sie sich Studios eingerichtet, um virtuell vertreten zu sein. Und da laden sich dann die jeweiligen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten ihre Wahlkreiskandidaten ein, sprechen darüber, über die Themen und hoffen dann darauf, dass sich möglichst viele Leute in diese Streams reinklicken. Ob diese Strategie aufgeht, das werden wir vielleicht irgendwann im Nachgang mal erfahren. Zurzeit ist das schwer abzuschätzen. Viele Politikerinnen und Politiker haben uns in den vergangenen Wochen gesagt, man sollte vielleicht nicht nur das Negative daran sehen, sondern auch eine Chance. Man kommt mit Personen in Kontakt, die früher vielleicht den Weg in die Festhalle zu Großveranstaltungen gescheut haben. Da ist die Hemmschwelle jetzt wesentlich niedriger vielleicht, auch sich einfach reinzuklicken in so einen Stream und sich Positionen anzuhören, die man sich sonst vielleicht nicht in der Halle angehört hätte. Was man aber auch sagen muss, die Pandemie verschiebt natürlich total den Fokus. Die Regierenden sind gerade ganz klar im Vorteil. Vor jeder Bund-Länder-Konferenz, nach jeder Bund-Länder-Konferenz können sich die Regierenden, in dem Fall jetzt die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, kann sich gut präsentieren. Sie hat eine Bühne, Pressekonferenzen, in denen dann über Entscheidungen gesprochen wird. Das sind Möglichkeiten, die vor allem der Opposition fehlen zurzeit, aber auch den kleineren Parteien. Die haben es wesentlich schwieriger, sich gerade in der Pandemie zu präsentieren. Umso wichtiger ist es natürlich auch, dass es viele auch journalistische Formate im Netz gibt und viele Formate auch, um sich zu informieren, abgesehen von dem, was die Parteien selber auf die Beine gestellt haben. Ich gucke hier mal gerade in die Chats. Ich sehe, dass auf YouTube Brola Nola seine oder ihre Oma grüßt. Das freut uns. Mich würde interessieren, Brola Nola, hast du auch schon gewählt? Hast du Briefwahl gemacht? Nutzt du den Wahl-O-Maten oder wie siehst du die Themen, die in diesem Wahlkampf eine Rolle spielen? Schreibt doch gerne eure Fragen und Kommentare in den Chat. Pat Trade schreibt auch über YouTube. Manchmal finde ich es schwierig, bei den Thesen nur mit Ja oder Nein zu antworten. Manchmal geht das nicht so einfach, weil die Themen zu komplex sind. Die Frage zielt auf den Wahl-O-Mat ab und dann schauen wir uns doch mal an, wie der im Einzelnen funktioniert und wo Frau Townsend denn gerade so ist. Ich glaube, das ist Frage 2 von 38. An der Stelle nochmal kurz der Hinweis, 38 Fragen können wir natürlich nicht alle durchklicken, aber dann gehe ich mal zu Frage 2. Dazu muss ich diese These überspringen.
Frage 2 wäre, digitale Endgeräte. Das Land soll allen Schülerinnen und Schülern kostenlos digitale Endgeräte zur Verfügung stellen. Ich kann mir vorstellen, Frau Townsend, dass Sie diese Frage relativ klar mit Ja oder Nein beantworten können. Aber was natürlich dahinter steht, ist die Frage nach der Digitalisierung und nach der Bildung. Wie ist denn Ihre Position dazu? Ja, also ich stehe da auf jeden Fall für ein. Ich sehe das als super wichtig, auch was quasi Chancengleichheit angeht, dass natürlich alle Schülerinnen quasi ein digitales Endgerät zur Verfügung haben, um sich weiterzubilden, um einfach an bessere Informationen zu kommen. Und ich weiß auch noch damals bei mir in der Schule hatte ich super viel auch Papierkram und ganz viele Zettel, die immer überall rumlagen. Und das wird es natürlich auch irgendwie vereinfachen, wenn man irgendwie alles digital hat und auch wenn man irgendwie mal ein paar Tage krank zu Hause ist, muss irgendwie nicht jemand nach Hause kommen und einem die Blätter vorbeibringen, sondern das regelt sich alles dann. Außerdem ist es, glaube ich, auch jetzt so in der Pandemiezeit super wichtig geworden, dass, also haben wir, glaube ich, alle gemerkt, dass die digitalen Endgeräte uns super viel helfen in dieser Zeit. Meine Schulzeit ist jetzt echt schon eine ganze Weile her. Bobby, deine wahrscheinlich auch, ohne uncharmant zu sein, aber bei uns ist das schon. Ja. Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein Computerlabor und das war ungefähr einmal im Jahr bei Vollmond, wenn der Lehrer gute Laune hatte, geöffnet. Das war Digitalisierung damals. Bei Ihnen ist das nicht ganz so lange her. Wie war das denn bei Ihnen in der Schule und wie erleben Sie das vielleicht auch bei Freundinnen und Freunden, die studieren oder die vielleicht auch noch zur Schule gehen im Moment? Wie haben die dieses Homeschooling jetzt erlebt und wie war es bei Ihnen? Ja, also bei mir gab es natürlich auch, wir hatten einen Computerraum, aber das waren natürlich auch jetzt nicht mehr die neuesten Computer. Ich glaube, wir hatten auch Laptops, aber die wurden ganz, ganz selten mal rausgeholt, aber die waren auch nicht wirklich von guter Qualität und das hat auch immer extrem lange gedauert. Also wir haben sehr lange auch noch den Overhead-Projektor benutzt bei uns in der Schule, was natürlich irgendwie total weird ist. Was man so, glaube ich, heutzutage hoffentlich jetzt in der Schule nicht mehr wirklich macht. Und das war natürlich dann irgendwie auch ein bisschen veraltet und ist natürlich dann auch immer anstrengend gewesen, wenn man dann irgendwie eine coole Präsentation vorbereitet hat auf PowerPoint zu Hause auf dem Laptop und dann konnte das irgendwie nicht cool abgespielt werden. Und also da gab es dann immer total Stress mit den USB-Sticks und so weiter und so fort. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass das mittlerweile einfacher geht und dass das dann einfach cooler ist für alle Beteiligten. Den Overhead-Projektor kennen wir auch noch sehr gut, ne? Natürlich, ja. Hier im Chat fragt German LOL Fighter, wie kann ich den Valomaten-Test selber machen? Das beantwortet PayTrade, einfach Valomat in deiner Lieblingssuchmaschine eingeben. Genau, jeder kann das zu Hause im Netz machen. Die Adresse können wir auch in die Chats nochmal reinschreiben, ist ganz leicht zu finden und dann tatsächlich auch ganz leicht sich durchzuklicken. Genau das machen wir hier jetzt auch. Was haben Sie denn gestimmt bei Frage 2? Digitale Endgeräte ja oder nein, Frau Townsend? Auf jeden Fall ja. Okay, nächste Frage. Dann mache ich hier auch mal Stimme zu. Dann kommt als nächstes Frage 3. In Rheinland-Pfalz sollen weitere Flächen für den Bau von Windkraftanlagen ausgewiesen werden. Wie wichtig ist denn für Sie das Thema Erneuerbare? Ricardo, ich bin gerade ein bisschen verloren. Hier muss ich reingucken. Ricardo ist unser Regisseur, deshalb sagt er mir, wohin ich gucken muss. Wie wichtig, Frau Townsend, ist denn das Thema Klimaschutz, erneuerbare Energien für Sie? Also ich finde das schon wichtig. Wir haben ganz viele neue Möglichkeiten, die wir auf jeden Fall nutzen sollten, denn es gibt den Klimawandel und ich glaube, dass es, wenn wir so weitermachen, dass es nicht besser wird. Also sollten wir auf jeden Fall auf die erneuerbaren Energien zurückgreifen, wenn wir die Möglichkeiten haben und uns da auch einfach neue Technologien ausdenken, was auch schon ganz, ganz viel passiert. Und ich finde sowas irgendwie extrem spannend, auch zu sehen, dass es auch anders geht und vielleicht auch sogar besser geht und man nicht damit die Umwelt schadet. Da
Dann würde ich sagen, müssen wir noch gucken, was Sie klicken. Ja, Stimme zu, neutral, Stimme nicht zu. Das würde mich interessieren. Sind Sie für mehr Windkraftflächen oder nicht? Ja. Ja, okay. Wunderbar. Habe schon zugestimmt. Schon zugestimmt. Dann lassen wir Sie an der Stelle mal ein bisschen weiterklicken einfach und Sie können sich durch die Fragen des Wahl-O-Maten durchklicken. Und ich nutze das, um hier mit Bobby Ceria noch mal ein bisschen weiterzusprechen und auch zu gucken, was denn den anderen Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzern so auf den Nägeln brennt. Wir haben uns auf der Straße mal umgehört. Klimawandel, weil man auch auf einem lokalen Level noch mehr dafür machen kann. Und ich das wichtig finde, dass man auch die kleinen Dinge verbessert. Eine langfristige Strategie, wie es möglicherweise trotz dieses Virus nicht so weitergeht wie bisher, weil das letztlich ja einerseits die Wirtschaft ruiniert und gleichzeitig auch die Staatsfinanzen. Bildung auf jeden Fall, also die Digitalisierung der Schulen und tatsächlich auch die Digitalisierung der Unis. Tja, Bobby, Frage an dich. Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz haben wir da gerade gehört. Sind das die großen Themen, die im Wahlkampf auch eine Rolle spielen und gespielt haben? Ja, tatsächlich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Also das sind genau die Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern in Rheinland-Pfalz zurzeit absolut wichtig sind. Genau danach hat die Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF Politbarometer auch jüngst nochmal gefragt. Und da kam es fast genauso in diesem Ranking auch raus. Also an erster Stelle steht natürlich ganz klar für die Menschen die Bewältigung der Corona-Pandemie. Ich habe es hier gerade aufgelegt, genau, vielleicht können wir es gerade nochmal zeigen, für alle die wichtigsten Probleme in Rheinland-Pfalz. Genau, Corona-Pandemie, genau. 60%. Da sieht man es ganz deutlich, dicht gefolgt dann eben von dem Thema Infrastruktur und Internet. Das haben wir jetzt gerade unter Digitalisierung zusammengefasst. Dann ganz dicht dahinter Bildung und Schule. Das ist natürlich auch, das hat sich in den vergangenen Monaten, im vergangenen Jahr gezeigt, sehr eng miteinander verknüpft. Aber dann eben auch kommt recht bald Umwelt- und Energiewende. Also eigentlich die Themen, die gerade auch alle schon genannt worden sind, das sind die Themen, die für die Menschen in Rheinland-Pfalz gerade ganz weit vorne stehen. Gibt es denn da Gewinnerthemen quasi für die Regierungsparteien oder Sachen, womit man da besonders punkten kann oder womit sie gerade besondere Probleme haben? Es kommt, glaube ich, immer auf die Sichtweise an. Im Grunde, glaube ich, was die Zielsetzung angeht, sind die Parteien sich größtenteils einig. Es sagt ja jetzt niemand, er möchte weniger Digitalisierung haben, ja, oder weniger Endgeräte. Das fordert ja niemand. Tatsächlich ist es so, dass jetzt durch die Pandemie viele Sachen zutage getreten sind. Das gilt nicht nur für Rheinland-Pfalz, das gilt natürlich für ganz Deutschland, weil die Probleme auch allumfassend sind. Wenn wir jetzt gerade mal diese beiden Bereiche sehen, Digitalisierung, also digitale Infrastruktur und Schule, ganz eng miteinander verknüpft, da hat sich gezeigt, wo die Defizite sind. Also das heißt, es fehlt an Infrastruktur, es fehlt an Endgeräten, es fehlt an Know-how, es fehlt an Lehrerinnen und Lehrern in der Masse, die wissen, wie man diese Technik bedient. Es fehlt an den Menschen, die es warten. Und das ist, glaube ich, erstmal das Ziel von allen, diesen Zustand zu verbessern. Und jetzt ist die aktuelle Sichtweise naturgemäß unterschiedlich. Die Regierung, bestehend aus SPD, FDP und Grünen, weist gerne darauf hin, was in den vergangenen 5 Jahren Legislaturperiode alles erreicht worden ist und zeigt dann auch gerne die nächsten Ziele auf und sagt dann, wo man halt in den nächsten 5 Jahren hin möchte, wenn man wieder an die Macht käme. Und die Opposition fragt, ja, warum ist man da nicht schon längst? Ja, also warum hat man in den vergangenen Jahren nicht viel mehr investiert und warum hat man diese Probleme jetzt in der Pandemie, die so zutage treten, nicht einfach verhindert, dadurch, dass man schon mehr gemacht hat? Also das ist sicher ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade im Wahlkampf. Ein anderes Thema ist eben Klima. Und ich glaube, da kann jeder von uns noch mal ein bisschen zurückdenken an die Zeit vor der Pandemie. Was war da das große Thema? Wir haben über Fridays for Future berichtet. Wir haben über Greta Thunberg berichtet. Und natürlich ist das Thema in den Hintergrund getreten, aber es ist immer noch da. Und es nimmt auch im Wahlkampf, in den Wahlprogrammen der Parteien einen ganz zentralen Raum ein, bei allen Parteien, durch die Bank. Also da wird diskutiert über das Thema Windkraft, das wir gerade im Wahl-O-Maten angesprochen hatten. Soll es davon mehr geben? Soll die Windkraft ausgebaut werden? Es gibt Forderungen auch vereinzelt den Windkraftausbau zu stoppen. Soll es eine Photovoltaikpflicht auf Neubauten geben? Das wird also richtig heiß diskutiert und beschäftigt die Leute. Daneben sind es aber natürlich, es ist eine Landtagswahl, auch lokale Themen, also regionalere Themen. Es geht zum Beispiel um kommunale Verschuldung. Von den 20 am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands befinden sich
11 in Rheinland-Pfalz. Das ist natürlich etwas, was im Wahlkampf auch eine Rolle spielt. Und auch die Frage, wir haben hier ein Flächenland. Da geht es um die Frage, wie schafft man gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land? Das sind so die großen Themen, die gerade die Menschen bewegen. Also auch Infrastruktur, Verkehrsanbindung, ÖPNV, Internet, alles, was damit zu tun hat. Zum Thema Windkraft schreibt Marc Bachmann über YouTube, Windkraftanlagen finde ich auch gut. Allerdings muss hier auf die Anwohner Rücksicht genommen werden, weil die doch recht laut sind. Also auch hier treibt die Userinnen und User das Thema Klimaschutz um. Wenn man sich anguckt, dass bei all dem, was du gerade genannt hast, Bobby, das große Thema tatsächlich aber ist und bleibt Corona. Inwiefern ist es denn für Malu Dreyer ein Feature, also ein Fluch oder ein Segen, dass sie in dieser Pandemie Ministerpräsidentin ist? Kann sie punkten, weil sie sich als Macherin zeigt? Oder ist es eher eine Gefahr, weil wenn was schief geht, das sehen wir ja gerade bei Jens Spahn auf bundespolitischer Ebene als Gesundheitsminister, dann ist das natürlich sofort eher oder in dem Fall sie, wenn was schief geht, bei dem es hängen bleibt oder bei der es hängen bleibt. Ja, also tatsächlich, das ist eine ganz spannende Frage gerade. Ich glaube, Rheinland-Pfalz ist jetzt, was die Umsetzung von Corona-Maßnahmen angeht, selten ausgeschert. Ja, also es ist schon die Umsetzung gewesen der Linien, die in den Bund-Länder-Konferenzen auch beschlossen worden sind. Es gab immer mal Ausnahmen, es wurde dann Vorstoß gewagt, zum Beispiel die Schulen doch früher zu öffnen, in Wechselunterricht zu gehen. Da ist man dann wieder zurückgerudert mit Baden-Württemberg zusammen. Also im Grunde muss man sagen, ist es natürlich für Malu Dreyer eine unglaubliche Präsentationsfläche. Ja, sie, wie wir eingangs auch schon besprochen hatten, hat sie die Möglichkeit, vor einer Bund-Länder-Konferenz, nach einer Bund-Länder-Konferenz Öffentlichkeit zu generieren, weil die Leute es interessiert, sowohl im Land, aber auch überregional. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein schmaler Grat. Ja, so durchweg positiv ist es nicht, weil ein falscher Schritt, eine falsche Entscheidung, die Inzidenzen gehen hoch, Entscheidungen müssen rückgängig gemacht werden und das kann natürlich dann auch dementsprechend in der Missgunst der Wählerinnen und Wähler sich niederschlagen. Quintine Gold fragt auch über YouTube, was sagen denn die einzelnen Parteien darüber, wie sie genau die Folgen der Pandemie bewältigen wollen? Gibt es da unterschiedliche Positionen? Ja, also im Grunde sind sich ja, glaube ich, auch viele einig. Ja? Also die jetzt besonders leiden, denen muss geholfen werden. Da wird sicher über die Mittel gestritten. Da wird auch sehr viel über die Verantwortung gestritten. Wer hat die denn jetzt eigentlich? Was kann das Land machen? Und wofür ist der Bund zuständig? Aber im Grunde ist es schon so, dass sich alle einig sind, die Branchen, die jetzt besonders betroffen sind. Das heißt, wir reden hier über die Kulturbranche, wir reden über Gaststätten, Hoteliers und Ähnliches. Denen muss geholfen werden tatsächlich. Dann würde ich an der Stelle ganz gerne noch mal zu Frau Townsend gucken, ins Wohnzimmer. Frau Townsend, bei welcher Frage sind Sie denn gerade? Bei Frage 37 bin ich gerade. Also bei Frage 37 schon, okay, dann sind Sie ja schon fast durch. Dann würde ich Sie gerne mal fragen, was Sie bei Frage 31 geantwortet haben. Die habe ich hier mal aufgelegt und zwar ist das quasi die Corona-Frage, die der Wahl-O-Mat für Rheinland-Pfalz bereithält, nämlich die Frage Infektionsschutz durch den Bund. Bei der Infektionsbekämpfung soll der Bund mehr Entscheidungsbefugnisse von den Bundesländern erhalten. Das hieße quasi übersetzt mehr einheitliche Regeln, mehr zentral gesteuerte Maßnahmen. Frau Townsend, bevor Sie Ihre Haltung zu der Frage erläutern, wie ist es Ihnen denn als Künstlerin gegangen in diesem Pandemiejahr? Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie das gemeistert? Also für ganz, ganz viele Künstler, die ausschließlich in der Musikerbranche tätig sind und unter anderem auch ich, ist es natürlich ganz, ganz schlimm, diese Zeit momentan. Und wir haben bisher noch keine Auftritte haben können, seitdem quasi Corona angefangen hat. Und ganz, ganz vielen Kolleginnen von mir oder Kollegen, denen geht es halt sehr schlecht oder ging es sehr schlecht und man hat einfach gar keine Möglichkeit gehabt mehr mit dem, womit man wirklich so sein Leben lang Geld verdient hat, auf einmal das nicht mehr ausüben zu können oder seinen Job quasi gar nicht mehr machen zu können. Und das tut natürlich auf der einen Seite auch total weh und es ist auch irgendwie total schrecklich, irgendwie wissen zu müssen, okay, ich muss mir jetzt irgendwas anderes suchen, obwohl es überhaupt nicht meine Leidenschaft ist, um einfach irgendwie trotzdem
ja, meine Wohnung weiterhin bezahlen zu können, meine Familie oder einfach essen. So. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schlimme Zeit momentan. Und wir hoffen einfach, dass es ganz schnell zu Ende geht. Hätten Sie sich denn gewünscht, dass es bundeseinheitliche Regeln gibt, dass es nicht so unterschiedlich ist, dass in einem Bundesland das gilt und im anderen Bundesland das? Also hätten Sie sich mehr Zentralstaat statt Föderalismus gewünscht? War das verwirrend für Sie? Ich glaube, auf der einen Seite ist es extrem, also ist es eine total komplexe Frage. Deswegen ist auch, finde ich, ganz witzig, dass jemand im Chat gesagt hat, dass es total schwierig ist, das nur mit Ja oder Nein zu beantworten. Ich meine, das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Für mich ist es natürlich auf der einen Seite irgendwie verwirrend. Rheinland-Pfalz und Hessen liegen direkt aneinander und da gelten jetzt auf einmal die Regeln. Und was macht man jetzt hier? Und muss ich jetzt Maske und muss ich jetzt nicht? Und es ist natürlich für jeden, glaube ich, irgendwo verwirrend gewesen und ist es auch immer noch. Und irgendwo wünscht man sich dann natürlich auch so eine einheitliche, klare Ansage. Aber vielleicht ist ja auch irgendwo was Positives dabei, dass man schneller handeln kann, dass man sagt, okay, jetzt vielleicht kann man jetzt die Geschäfte wieder aufmachen oder jetzt kurzzeitig in Rheinland-Pfalz, weil dort quasi die Zahlen nicht so hoch sind, dann wenigstens den und den Betrieb wieder öffnen. So. Wobei es dann vielleicht in Bayern dann, dann wiederum ganz anders aussieht. So. Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, ja. Aber so sehe ich das, dass... Ja, bitte, sorry. Ja. Nee, alles gut. Genau, diese sehr komplexe Frage müssen Sie jetzt, weil der Wahl-O-Mat nun mal leider so funktioniert, wenn man sich durchklickt, mit Ja oder Nein beantworten. Infektionsbekämpfung, mehr Befugnisse für den Bund. Stimmen Sie zu, bleiben Sie neutral oder stimmen Sie nicht zu? Also ich habe erstmal neutral angekreuzt, weil ich mich einfach noch ein bisschen mehr darüber informieren möchte, mich einfach weiterhin quasi schauen möchte, was kann man machen, finde ich es jetzt gut, finde ich nicht gut und möchte einfach mich da ein bisschen noch reinlesen. Und deswegen habe ich erstmal neutral angekreuzt. Dann, genau dafür ist der Wahl-O-Mat ja auch da, dass man seine eigenen Positionen hinterfragt und zu manchen Sachen sich auch überhaupt erstmal eine Meinung bildet, weil gemotzt ist schnell, aber dann eine politische Haltung dazu einzunehmen, das muss dann in der Tat wohl überlegt sein. Dann klicken Sie gerne in Ruhe weiter bis zum Ende, Frau Townsend, und wir sind dann gespannt, was rauskommt am Ende. Und Bobby, wir reden hier nochmal ein bisschen darüber, welche Möglichkeiten denn ins Haus stehen am Sonntag und werfen mal einen gemeinsamen Blick auf die Sonntagsfrage. Dazu gibt es auch ein ZDF-Politbarometer. Hier ist es. Projektion Rheinland-Pfalz. Wenn am nächsten Sonntag wirklich Landtagswahl wäre, jo, Bobby, übernimm du. Oh ja. also erstmal, ich muss mal sagen, also es ist ein unglaublich spannendes Rennen hier in Rheinland-Pfalz. Ich weiß, dass es für jemanden in Kiel vielleicht jetzt nicht so unglaublich spannend ist, aber trotzdem, es ist sehr, sehr interessant, weil das ist jetzt eine Momentaufnahme. Das sah vor ein paar Monaten ganz anders aus. Da lag die SPD weit hinter der CDU. Die CDU hat über Monate in Umfragen geführt. Und jetzt erst in der vergangenen Woche hat sich das gedreht im ZDF-Politbarometer, dass die SPD die CDU überholt hat. Und jetzt fragen wir uns natürlich, wiederholt sich das Jahr 2016 jetzt nochmal? Weil da war es nämlich ganz genauso. Die SPD lag lange zurück. Damals trat Malu Dreyer gegen Julia Klöckner an. Und auf die letzten Meter gewissermaßen hat man das nochmal umgedreht. Wir als Berichterstattende fragen uns gerade, erleben wir da so ein Stück weit ein Déjà-vu? Also das ist schon sehr interessant. Kann sicher auch noch mal über die Koalitionsfrage sprechen jetzt tatsächlich. Wir haben ja gerade in Rheinland-Pfalz also die erste rheinland-pfälzische Ampelkoalition, SPD, FDP und Grüne. Eine Frage, die wir im Wahlkampf jetzt in der Landtagswahlberichterstattung den Politikerinnen und Politikern sehr gerne stellen, ist, nur wie sieht es denn aus? Mit wem möchten Sie denn nach der Wahl zusammenarbeiten? Und eine Antwort, die uns die Politikerinnen und Politiker sehr gerne geben, ist,
Also erstmal wollen wir stärkste Kraft werden oder wir wollen ein sehr gutes Ergebnis haben. Und wenn wir dann selber sehr gut dastehen, gehen wir selbstbewusst in Koalitionsverhandlungen. Also das ist erstmal so die Standardantwort. Keiner legt sich da so richtig fest, kann man auch verstehen, weil man möchte ja nicht im Vorfeld schon vor der eigentlichen Wahl seine Verhandlungsposition dadurch schwächen, dass man sagt, naja, ich schiele mal in die Richtung oder die und macht sich da so ein Stück weit abhängig. Aber was man sagen kann, das fand ich sehr interessant in den vergangenen Wochen, wir haben ja gerade mit den Spitzenkandidatinnen der Ampelkoalitionsparteien gesprochen, also Malu Dreyer für die SPD, Daniela Schmidt, FDP und Anne Spiegel von den Grünen. Und alle drei haben immer wieder darauf hingewiesen, wie gut die Ampel in den vergangenen 5 Jahren zusammengearbeitet hat. Da gab es eigentlich keinerlei Attacken, auch im Wahlkampf. Also, dass die SPD gegen die Grünen groß gegen die FDP geschossen hätte. Die Grünen vielleicht schon hin und wieder, die gesagt haben, dass sie die Klimaziele von FDP und SPD als etwas unambitioniert betrachten, dass die Grünen da die einzige Partei sind, die wirklich vorangeht. Aber es gab keine richtigen Attacken. Und wenn ich mich jetzt zu einer ganz persönlichen Einschätzung hinreißen lassen sollte, würde ich sagen, wenn es eine Möglichkeit gibt, nach diesem 14. März, also nach dem Sonntag, diese Ampelkoalition fortzusetzen, wäre meine Vermutung, würden das SPD, FDP und Grüne wahrscheinlich tun. Es gibt eine User-Frage zu den Zahlen, die wir gerade gezeigt haben. Mike Only RMA fragt über YouTube, wie aussagekräftig ist das Politbarometer, da viele schon per Briefwahl früher gewählt haben. Ohne die Frage, also wenn du die beantworten kannst, sehr gerne. Wann die Politbarometerzahlen, die sind letzte Woche entstanden, glaube ich. Ne? Aber welche Rolle insgesamt spielt denn die Briefwahl dieses Jahr und wie viel haben denn überhaupt schon gewählt? Weißt du das? Ja, also ich meine, es wird ja jetzt auch, also, soweit ich das weiß, beim Politbarometer jetzt nicht gefragt, irgendwie, was haben sie gewählt? Ja, also deswegen, das eine schließt das andere jetzt nicht aus. Und wie diese repräsentativen Umfragen zustande kommen, das kann man ja alles bei uns auch auf der Homepage nachlesen. Tatsächlich, ich habe aber noch mal nachgeguckt oder mich heute noch mal erkundigt, weil wir gerade im Rahmen der Landtagswahlberichterstattung eigentlich regelmäßig bei der Landeswahlleitung anrufen und gerade dieses Thema Briefwahl abfragen. Das habe ich dann vor der Sendung auch noch mal gemacht. Also Stand heute ist es so, dass 44% aller Stimmberechtigten die Briefwahl beantragt haben. Und jetzt gehen wir mal, also die Landeswahlleitung geht von einer Wahlbeteiligung von 70% aus. Und das ergibt dann einen BriefwählerInnenanteil von 63%. Also 63% Briefwahlanteil im Vergleich. Bei der letzten Landtagswahl 2016 lag der Anteil bei 31%. Ich glaube, Briefwahl hat immer zugenommen in den letzten Jahren, aber das ist natürlich, das ist ja quasi doppelt so viel. Ja, also das auf jeden Fall. Und natürlich ist es eine ganz große Frage, inwieweit sich das jetzt auswirkt auf die Ergebnisse. Ich meine, wir haben jetzt die letzte Woche vor der Landtagswahl, da passiert ja auch noch recht viel. Also wenn wir alleine an die Maskenaffäre, sage ich mal, von der CDU denken. Und so, unter normalen Umständen hätte sowas vielleicht auch noch einen Einfluss auf die Wahlentscheidung. Es heißt ja auch nicht, dass die Landesregierung jetzt durchmarschiert bis zum Sonntag. In der Corona-Pandemie, wie wir besprochen haben, kann einiges schiefgehen und natürlich auch eine Wahlentscheidung kurzfristig noch mal beeinflussen. Nur die Briefwahl macht es da natürlich schwierig. Wenn viele Leute ihre Stimme schon abgegeben haben, zementiert das natürlich so einen gewissen Unterbau. Und da muss man halt schauen, was am Sonntag am Ende unterm Strich steht. Dann schauen wir mal, was in unserer Sendung heute unterm Strich steht. Frau Townsend, sind Sie durch? Und wenn ja, was ist denn rausgekommen? Mit welcher Partei haben Sie denn heute, nach dem, was Sie durchgeklickt haben, die höchste Übereinstimmung? Also ich glaube, dadurch, dass ich auch etwas mich noch bei einigen Themen informieren werde, ist ja quasi eine etwas kleinere Partei rausgekommen, die man so jetzt erstmal nicht auf dem Schirm hat. Wenn ich das richtig lesen kann, dann ist es Volt mit 76,6%. Ne? Ja. Volt, muss man dazu sagen, ist eine relativ junge und relativ kleine Partei, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Europäische Union weiter voranzutreiben und hat auch auf kommunalen Ebenen schon ganz gute Erfolge gezielt, ist aber natürlich hier Newcomer. Hat Sie das überrascht? Ich habe in der Tat schon mal den Wahl-O-Mat gemacht und da war auch Volt dabei, zwar nicht ganz weit oben, aber auch dabei. Also jetzt so überrascht hat es mich deswegen jetzt nicht so unbedingt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ganz, ganz oben steht.
Nun, gerade stand das falsche Insert da. Sie sind natürlich Juliana und nicht Bobby, aber schon ist es korrigiert. Jetzt müssen wir natürlich wichtigerweise dazu sagen, dass das jetzt bei Ihnen rausgekommen ist, bei Frau Townsend, ist natürlich keine Aussage darüber, wen Sie am Sonntag tatsächlich wählen. Das soll auch Ihr Geheimnis bleiben und darum soll es auch gar nicht gehen. Wir wollen gar nicht wissen, wen Frau Townsend wählt, sondern uns hat interessiert, dass Sie uns daran haben teilhaben lassen, wie Sie Ihre politische Meinungsbildung vorangetrieben haben. Frau Townsend, haben Sie denn schon Briefwahl gemacht oder gehen Sie am Sonntag wählen und sind Sie Stammwählerin oder haben Sie sich jetzt auch durch den Wahl-O-Mat in Ihrer Entscheidung noch mal ein bisschen beeinflussen lassen? Es waren jetzt ungefähr 12 Fragen auf einmal. Sorry. Ja, alles gut. Wo fange ich an? Ja, Briefwahl, nee, haben wir noch nicht gemacht, aber wir werden wahrscheinlich am Sonntag dann quasi das direkt machen. Und was waren noch die anderen Fragen? Ob ich Stammwählerin bin? Genau. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie man das jetzt formulieren kann, aber ich wähle, seitdem ich wählen darf. Und ja, die anderen Fragen sind. Aber nicht immer dieselbe Partei. Sie entscheiden oder bleiben Sie da einer Partei immer treu oder wechseln Sie? Genau, also ich finde es super wichtig, dass es den Wahl-O-Mat gibt, weil man sich einfach da nochmal richtig informieren kann. Und es stehen halt jedes Mal auch neue Fragen im Raum und es sind neue Themen da, die einem irgendwie wichtiger erscheinen oder nicht wichtig erscheinen oder was auch immer. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, dass man einfach sich nochmal so eine Meinung einholen kann mit den Fragen und worum es dann auch eigentlich geht beim Wahl-O-Mat und kann sich gleichzeitig darüber auch nochmal informieren. Und das finde ich sehr gut. Super, Frau Townsend. Und benutze den auch, wenn ich wählen gehe. Okay, cool. Dann sage ich ganz herzlichen Dank an dieser Stelle, dass Sie mitgemacht haben und dass wir dabei zuschauen durften. Vielen Dank und viel Spaß beim Wählen am Sonntag. Dankeschön und tschüss. Und, Dankeschön. Tschüss. Bobby, an dich nochmal die Frage. Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, das ist nicht nur für die Parteien Neuland, sondern auch für die Journalisten und Journalistinnen. Du bist am Sonntag auch dabei. Es gibt einen User, der ist großer Fan von dir. TamiH16 fragt hier über YouTube, moderiert Bobby auch das ZDF-Wahlstudio am Sonntag? Sehr sympathisch. Das müssen wir leider mit Nein beantworten. Du moderierst nicht das Wahlstudio, aber du wirst dabei sein. Kannst du ein bisschen erzählen, was du machen wirst und wie das für euch sein wird, weil das ja auch echt schwierig ist da jetzt in den Landtagen und auch wie das Berichten für euch war jetzt in den letzten Tagen? Okay, ich fange mal mit der letzten Frage an gerade. Also wir hatten ja eingangs schon darüber gesprochen, dass es für die Partei eine Ausnahmesituation ist und das ist für uns auch tatsächlich gewesen in den vergangenen Wochen und Monaten. Normalerweise sind wir bei diesen ganzen Veranstaltungen mit dabei und es ist natürlich schon was anderes, wenn wir Streams beobachten, zum Teil mitzeichnen und parallel dann aber auch in so einem digitalen Wahlstudio so ein bisschen behind the scenes drehen, was aber immer die gleichen Bilder generiert. Ja, also das heißt, wir haben da Spitzenkandidaten, Spitzenkandidatinnen, wir haben vielleicht noch irgendeinen Politpromi, wir haben Monitore und das war's dann. Ja, das ist nicht so unglaublich attraktiv. Also was uns wirklich gefehlt hat in den letzten Wochen, das waren dann diese großen Veranstaltungen. Wenn ich zurückdenke an die Landtagswahl vor 5 Jahren. Also es ist was anderes, wenn Angela Merkel zur Unterstützung ihrer Partei in die Festhalle nach Landau kommt, ja, oder Armin Laschet zugeschaltet wird im Stream. Ja, das fühlt sich einfach anders an. Man kann nicht so richtig schnuppern, man hat nicht so richtig das Gefühl für die Bürgerinnen und Bürger, welche Themen kommen an, mit welchen scheitern auch die Politikerinnen und Politiker vielleicht. Wie sieht es wirklich bei den Leuten aus? Das fehlt uns gerade total und wir haben das so gut wie möglich versucht abzubilden. Es war schwierig, es bleibt schwierig. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Wahltag gucken, da zieht sich das gerade mal so fort. Also normalerweise ist es ja so, dass wir unsere Hauptposition haben, von der wir aus dann zu den unterschiedlichen Reporterinnen und Reportern schalten. Das war vor 5 Jahren zum Beispiel so, dass wir da gestanden haben bei der SPD-Fraktion, damals haben wir gedreht für die aktuelle Berichterstattung, das weiß ich noch, dicht gedrängt, unglaubliche Anspannung. Es war ja auch ein ganz enges Rennen und da hat man so richtig die Stimmung gespürt und egal auf welcher Wahlparty das war,
Sieg, Niederlage, da ist man richtig dicht dran gewesen. Und dieses Mal ist es so, dass zum Beispiel der Landtag in Mainz ein ganz strenges Hygienekonzept hat. Also, das heißt, zum Beispiel, ich werde jetzt eine Position haben, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube 17.45 Uhr, im Abgeordnetenhaus des Landtags ist, dann müssen wir alle raus. Ja, dann kriegen wir überhaupt nichts mehr mit von dem, was in den Fraktionssälen passiert, sondern können nur darauf hoffen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich nach der ersten Hochrechnung, die SpitzenkandidatInnen oder vielleicht auch andere prominente Vertreter oder Vertreterinnen der Parteien rauskommen zu uns, und wir fragen können. Ihr müsst raus, weil sonst zu viele Leute auf einmal im Landtag wären, weil die, sobald die ersten Zahlen da sind, alle von den Parteien in den Landtag strömen, richtig? Das ist der Grund dafür. Nicht, dass man euch das von der Berichterstattung ausschließen will, sondern es ist einfach ein räumliches Problem oder ein Abstandsproblem. Ne? Ja, man kann es ja nachvollziehen. Es ist schwer zu steuern. Gerade dieser Punkt 18 Uhr, die erste Hochrechnung, unglaublich emotionaler Moment. In der Regel ist das ja auch schon ein Ringen um die Bilder. Jeder versucht das beste Bild, jeder versucht die entsprechenden Kandidaten dann zu bekommen. Und dass da natürlich das Risiko recht hoch ist, dass vielleicht die Abstandsregeln, die Hygienekonzepte nicht eingehalten werden, ist hoch. Der Landtag hat dann gesagt, das wollen wir von vornherein ausschließen. Deswegen entzerren wir das Ganze. Drinnen in den Fraktionssälen sind nur ein ganz bestimmte Anzahlen von Personen erlaubt. Dementsprechend lassen die Parteien wahrscheinlich weniger Raum für Journalistinnen und Journalisten, sondern eher für ihre eigenen Leute. Und wir versuchen das dann, so gut es geht, von draußen zu covern. Bin ich sehr gespannt, wie ihr das in Mainz macht. Ich selber darf als Reporterin in Stuttgart mit dabei sein. Die Hygienekonzepte, Vorschriften, Regelungen sind ähnlich. Also wir werden beide dort einen spannenden Wahlsonntag erleben. Und Sie zu Hause können auch einen spannenden Wahlsonntag erleben, denn ZDF heute live wird mit dabei sein. Daniel Bröckerhoff moderiert hier und wir freuen uns, wenn Sie und ihr mitmachen. Genauso wie wir uns gefreut haben, dass Sie und ihr heute Abend dabei wart. Und damit ganz herzlichen Dank an Bobby und ganz herzlichen Dank an Sie zu Hause und einen schönen Abend noch und egal was Sie wählen, aber wählen gehen, das ist wichtig. Machen Sie es gut. Tschüss.